Ladies and gentlemen, please welcome the Chairman of the Board of Management at Volkswagen AG, Professor Dr. Martin Winterkorn. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf diese internationale Automobilausstellung und auf diesen Konzernabend habe ich mich ganz besonders gefreut. Denn das Aufbruchssignal, das ab heute von Frankfurt ausgeht, war nie wichtiger als in diesen Tagen. Die Lage auf vielen europäischen Märkten ist angespannt, trotz, Gott sei Dank, erster positiver Signale in Richtung Stabilisierung. Die wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen für unsere Branche sind größer denn je. Und ja, das Automobil hat es schwerer als noch vor 10 oder 20 Jahren. Wir stehen mitten in einem fundamentalen Wertewandel. Viele junge Menschen haben ein verändertes Verhältnis zum Auto. Aber zugleich wächst ihr Wunsch nach individueller, vernetzter Mobilität, und zwar überall auf der Welt. Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sind kein bloßer Lifestyle, sondern werden auch als Kaufargument immer wichtiger. Und die Menschen stellen mehr denn je Fragen an einen Konzern wie Volkswagen. Fragen nach der Umweltbilanz unserer Fabriken, Fragen nach der Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Fragen nach unserem Einsatz für den Zusammenhalt der Gesellschaft und der nächsten Generationen. Wir haben das verstanden. Wir stellen uns diesem Wandel und diesen Fragen. Der Konzern und seine Marken tun das nicht erst seit gestern, sondern bereits seit langem. Weil es uns nie um Effekthascherei oder das nächste Quartalsergebnis geht. Unser Anspruch ist seit jeher, Substanz und Werte zu schaffen. Das zeigt sich in der Art und Weise, wie wir diesen großen globalen Konzern in die Zukunft führen. Und das zeigt sich vor allem in der Qualität, im Design und der Technologie jedes einzelnen unserer Fahrzeuge. Unser Antrieb war und ist in jeder Hinsicht die besten Produkte und effizientesten Technologien in der jeweiligen Fahrzeugklasse anzubieten. Und zwar, ganz wichtig, zum richtigen Zeitpunkt. Für mich ist das einer der Gründe, warum sich der Volkswagen-Konzern zur IAA 2013 in robuster Verfassung präsentiert. Von Januar bis August haben wir weltweit 6,2 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 4,5%. Und trotz harten Gegenwinds haben wir im ersten Halbjahr eine ordentliche wirtschaftliche Performance gezeigt, nicht zuletzt dank unserer hervorragenden Stellung im Premiumsegment. Zurück zum Stichwort Substanz. Denn genau mit diesem Anspruch starten wir jetzt auch in Sachen Elektromobilität voll durch. Sie erinnern sich vielleicht, wo andere laut und früh getrommelt haben, hatten wir von Beginn an eine sachliche, unaufgeregte Sicht auf diese neue Technologie. Vor allem war uns klar, der erste Schuss muss sitzen. Das Elektroauto darf keine rollende Versichtserklärung sein. Es muss die Kunden in jeder Hinsicht überzeugen. Technisch ausgereift, alltagstauglich, sicher und vor allem auch bezahlbar. Auf dieses Ziel haben wir intensiv hingearbeitet. Jetzt ist die Zeit reif. Jetzt startet der Volkswagen-Konzern seine große Elektrooffensive. Der Elektrogolf
und E-Up, der Audi A3 und Porsche Panamera Hybrid stehen für die ganze Bandbreite und das Potenzial der E-Mobilität, wie wir sie sehen. Vielen Dank. Vom emissionslosen Stadtauto über den Allroader mit Plug-in-Hybrid bis zur 3-Liter-Sportlimousine. Bei uns entscheidet der Kunde, wie viel Elektro er haben will. Und das ist erst der Anfang, meine Damen und Herren. Bei entsprechender Nachfrage können bis zu 40 weitere Modelle in allen Segmenten und Klassen folgen. Deshalb haben wir die E-Traktion ganz bewusst in unsere bestehenden Fahrzeuge und auch Baukästen integriert, weil wir so schnell, flexibel und wirtschaftlich auf die Wünsche der Kunden reagieren können. Deshalb haben wir die Fertigung unserer E-Fahrzeuge in die bestehenden Fabriken einbezogen, wie heute schon in Bratislava, Puebla, Wolfsburg, Leipzig oder Ingolstadt. Und deshalb haben wir uns intensiv mit der Elektrochemie und Batterietechnologie beschäftigt und dieses Know-how in Entwicklung und in unseren Komponentenwerken aufgebaut. Deshalb haben wir uns gezielt verstärkt und 400 Top-Experten der E-Traktion neu an Bord geholt. Und deshalb haben wir die größte Elektroschulung gestartet. In Entwicklung, Produktion und Service haben wir fast 70.000 Mitarbeiter fit gemacht für diese neue Technologie. Sie sehen, wir treten hier nicht mit zwei oder drei Nischenmodellen an. Volkswagen hat die Elektromobilität in die Mitte des Konzerns geholt. Und damit haben wir alle Voraussetzungen, um den Volkswagen-Konzern bis 2018 auch in Sachen Elektro zur Nummer 1 zu machen. Meine Damen und Herren, der Markt für die E-Mobilität öffnet sich jetzt allmählich. Hybridfahrzeuge erobern zunehmend Kunden und sind mit dem Plug-in-Hybrid die Technologie der Stunde. Doch die zentrale Rolle haben unverändert unsere hocheffizienten, umweltfreundlichen Verbrennungsmotoren, der Benziner, der Gasantrieb und allen voran natürlich der Diesel. Wer es wirklich ernst meint mit dem Umweltschutz, der muss dieses gesamte Spektrum beherrschen. Und wer es wirklich ernst meint mit dem Umweltschutz, der muss Mobilität ganzheitlich denken und vorantreiben. Von der Energieerzeugung über die Entwicklung, Produktion, Handel und Betrieb bis zur Wiederverwendung. Genau das, meine Damen und Herren, meinen wir mit Think Blue. Der Volkswagen-Konzern will nicht nur der erfolgreichste und attraktivste Automobilkonzern der Welt sein. Unser klarer Anspruch ist es auch, führend bei der ganzheitlichen, zeitgemäßen Mobilitätskonzepten zu werden. Ich bin überzeugt, mit unserer technologischen Kompetenz mit 12 Marken und mittlerweile 280 Modellen gibt der Volkswagen-Konzern die richtigen Antworten auf alle relevanten Fragen der Zeit. Ein Punkt, meine Damen und Herren, liegt mir dabei sehr am Herzen. Wir wollen nicht nur Kunden erobern, weil wir so schöne Autos bauen und starke, faszinierende Marken bieten, sondern auch, weil wir umfassend Verantwortung übernehmen für die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Deshalb bleibt der Volkswagen-Konzern, was er seit langem ist, ein Unternehmen, das den Menschen sehr genau zuhört. Eine Ideenschmiede mit viel Herz und vor allem Leidenschaft. Für unsere Marken und Fahrzeuge, aber vor allem für unsere Mitarbeiter und Kunden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserer Mannschaft dafür auch in Zukunft zu sorgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Und ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Automobilausstellung und vor allem einen schönen, unterhaltsamen Abend. Vielen Dank.